Welcome back to another German Food Review, and it's Lidl time. Today it's Lidl day, three Lidl products in a row. 1001 Delights, special Lidl product, Oriental Weeks or something like that. That's a pizza with chicken meat. Yeah, but that's not a special thing here. That's the special thing. Yeah, with Döner seasoning or kebab seasoning. Kebab seasoning. Yeah, it's not really low in price, €2.30. It's not low for Lidl. But okay, yeah, it is low, but not for Lidl. And calories first. 325 grams, 850, yeah, that looks normal. 6 grams of salt, okay, near the 100%. Very high amount of protein, carbs, everything is high. Okay, fat, just 40%. Yeah, anyway, 47% of dough, 21% chicken meat, reformed chicken meat. Yeah, okay, it's low in price. Yeah, and more stuff. You can read it yourself if you like. 7% mozzarella cheese. And yeah, of course, it's for the oven. Just 7 minutes, so maybe it is soft. Crushed. Oh, let's find out. And oh, it's made in the Netherlands, so it's a Dutch product. That's interesting. Yep. Okay. Yeah, let's unbox it. Is there a way to open it? Yes, here it is. Oh, come on. Oh, it smells quite nice. On a tray, interesting. Yeah, that meat looks weird. That looks definitely weird, like super smooth meat. Anyway, let's remove the foil here. That thing is so small, and nearly 850 calories. Okay. That meat looks weird. Okay. Look at that. I mean, it doesn't look like meat. It's soft. Okay, sniff test. But yeah, it's the seasoning is important, and it smells really nice. Like a little like döner, maybe. Cheese. Okay. And it's not a typical pizza crust. It's a little different, I think. What is this stuff here? No idea yet. Okay, yeah. I would say it's oven time. So 220, okay, and 7 minutes. Yeah, back in a sec. So here's the oven. So let's put the pizza in. Pizza. Here we go. Yeah, and the meat looks really strange. Look at this here. I hope it looks better after the oven. Yeah, 7 minutes. Oh no, it sticks. Damn it. Okay. Back in a sec. So it's finished. 7 minutes or so. That's how it looks like. Yeah, the meat looks still weird. Why is this so yellow? Okay, yeah, let's get it out here. Come here. Knife. It looks small, doesn't it? Oh, come out. And it's hard to get out. Damn it. Seems soft. Oh. And yes, that's how it looks like. Yeah. Okay.
So, that's how it looks like. Yo, what is on here? Cheese, green and red pepper, and meat. That's it. And your sauce or something like that. Seasoning, don't know. Let's cut it. Yeah, how many slices? Not sure, let's see. Four or eight? Don't know yet. One more or not? Oh no, let's try. No, this is too huge. Yeah, it's not really a pizza, maybe, but looks quite nice. White. Okay, here's the cheese and the ugly looking meat. Looks like foam. Oh, okay. Seasoning is important here. Yeah, right here. Yeah, that's damn tasty. What is it, the sauce or the meat? Yeah, it tastes like döner. Yeah, there are many döner flavor or kebab flavors, but this here is nice. Here we go. I think it is the sauce. It is super spicy, salty, nice flavor. Why is this thing so small? I want more. Yeah. I mean, it looks a little ugly here, this, but yeah, don't look at it, just eat it. Here we go. Nice and soft dough. Yeah, that's a good product. Here we go. I want something. Iron. Yeah, that's a must have. If you eat something with döner in the name, or kebab. So, shake it. They changed the style. Now there's Milbona on it. But still the same iron, I hope. Yeah, calories are the same. Let's open it. Prost. Perfect combination. Nice. Yeah. Let's try it with... Yeah, let's try it like that here. Yeah, that's okay. It's crunchy, but it's very thin. Good. Works. Oh, let's cut most of this here. Come on. Okay, let's try the meat standalone. Is it the meat or the sauce? I'm not so sure yet. Here we go. Okay, it's both. Yeah, the seasoning from döner meat is nice, or kebab meat. And yeah, here we go. Yeah, I can recommend this one. It's a must try. I really like it. And it's better than the cheap pizza crusts from Lidl, this dough here. Here we go. Damn tasty. Yeah, that here is okay-ish.
But the topping and the whole combination here with the cheese, and the meat and the sauce, yeah, that works. I'm thinking about the rating here. Let's try it. Here we go. Yeah, it's a little more than 100%. I really like it. Tasty. Not 110, like 102. Let's say 102. Yeah, but it's really good. And for the price, it's more than good. Yeah. But the meat still looks weird. But okay. Taste is important. Yeah, a little more than 100%. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt bei Lidl eine neue Woche oder so, orientalische Wochen oder sowas. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier 1001 Delights, ja, Köstlichkeiten, was auch immer. Das ist eine Pizza mit Hähnchenfleisch. Das ist nicht das Besondere, sondern das Besondere ist das hier nach Dönerart gewürzt. Und ja, wichtig ist beim Döner natürlich das Gewürz. Ich meine, das Fleisch alleine ohne Gewürz würde wohl nicht so süchtig machen. Mit Gewürz macht es aber. Und das hier sieht doch schon mal sehr gut aus, oder? Es gibt noch mehr Produkte, Dürüm, was gab es noch, Lamachun und noch mehr. Preis ist nicht super niedrig, ist natürlich niedrig, aber nicht Lidl niedrig, ist 2,30 Euro. Also ist nicht im 1 Euro Bereich. Und es sind 325 Gramm, 850 Kalorien. Alles ist hier hoch, guckt euch meinen Salzgehalt an. Ja, ja, genau den hier, fast 6 Gramm. Und Fett, Eiweiß, alles ziemlich hoch hier. Okay. Und ja, im Ofen habe ich die gemacht, muss man nur 7 Minuten reinhauen. Ja, muss man nur ganz kurz reinhauen, dann bleibt das Zeug hier noch so schön soft. Ist nicht wie eine Pizza so richtig. Das, der Boden hier, komme ich gleich zu. 47% Teig sind das und 21% Hähnchenfleisch aus Fleischstücken zusammengefügt. So ist zusammengewachsenes Fleisch, okay. müssen die das draufschreiben? Ist das jetzt Pflicht? Ich meine, freiwillig würde das bestimmt keiner machen. Okay, und dann ist hier noch mehr drin, könnt ihr durchlesen. 7% Mozzarella. Ja. Okay, 7 Minuten, das ist hergestellt in den Niederlanden. Halal-Produkt. Vielleicht ist es sogar Halal, wer weiß. Ja, okay, dann fangen wir mal an. So sieht es aus. Und es gibt natürlich einen Ayran dazu. Überall, wo Döner mit dem Titel drin ist, muss ein Ayran herhalten. Ja, so sieht es aus. Das Fleisch sieht, sagen wir mal, okay, ich muss das hier nochmal schneiden. Das Fleisch sieht, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig aus. Ja, ich weiß nicht, ein bisschen schaumig und irgendwie komisch, so wie vegetarisches Fleisch mit ein paar komischen Stücken drin. Aber okay, ja, muss man ja nicht so genau hingucken. Dann ist hier der Teig, der gefällt mir schon mal, kann ich sagen. Und so eine Soße, jetzt muss ich mal glatt die Soße kosten. Ich glaube, das hier ist auch, here we go. Ja. Komme ich gleich zu. Paprikastückchen sind noch drauf. Und etwas Käse. Ja, das gibt noch einen extra Kick. So, here we go. Und mir gefällt das richtig gut. Schmeckt richtig lecker. Schmeckt so dönerartig. Ja. Und ich wusste jetzt nicht genau, was es ist. Aber es ist beides zusammen. Das Fleisch und diese Art, ja, Soße hier. Schmeckt hervorragend, finde ich. Würde ich definitiv nochmal kaufen. Solltet ihr mal testen, wenn ihr das seht. Und Bescheid sagen, ob sie euch auch gefällt oder sagt ihr, nein, sowas esse ich hier nicht, das ist mir zu eklig. Vom Geschmack ist es gut, here we go. Haben sie Design geändert? Jascha Ayran. Immer noch 43 Kalorien. 65% Joghurt. Wo ist es hin? Da, 65%. Prost. Ja, passt hervorragend. Ist auch salzig. Ja, das schmeckt hier irgendwie, ja, wie so ein Dönergewürz. Ist ja immer anders, das Dönergewürz.
Genau, das könnte man hier auch so durchgehen lassen. Ich glaube, die Soße würde auch auf dem richtigen Döner funktionieren. Here we go. Mm. Aber dieser Boden hier ist besser als der typische billige Pizzaboden. Finde ich sogar ganz gut. Ja. Das hier ist zwar knusprig, aber dafür braucht man nicht unbedingt einen Dip. Das kann man so wegknabbern. Oh oh. Ja. Muss ich sagen, ist okay. 2,30 Euro Preis. Genau hier. Also was sollten Sie mal ins Standardangebot nehmen? Eine Dönerpizza. Ja. Würdet ihr sowas kaufen? Es gibt ja immer nur die amerikanischen und so italienischen Styles. Aber wenn die jetzt so eine günstige Dönerpizza machen würden, würdet ihr sowas kaufen? Ich glaube, ich würde sowas kaufen. Natürlich nur, wenn es schmeckt. Here we go. Prost. Ah, ja. Als Rating habe ich vergeben etwas über 100%, nicht 110. Es ist gut, gefällt mir. Aber jetzt nicht super herausragend, obwohl es eigentlich schon gut ist für den Preis. So, ich gebe mal so 102% oder so. Ein bisschen mehr als 100, ja. So, was ich auf jeden Fall nochmal kaufen würde. Und wenn ihr das mal testen wollt, könnt ihr es mal machen und Bescheid sagen, ob es euch auch schmeckt. Vielleicht sieht es ein bisschen komisch aus, aber vom Geschmack her finde ich das richtig geil. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.